denke oft noch an die Zeit zurück. Und es kommt mir vor, als wenn es gestern erst gewesen wäre. Ich habe alles noch genauso vor meinen Augen. Wenn man schon den Leuten gegenüber sitzt und die einem was erzählen, dann denkt man, das muss man einfach nochmal jemandem wiedergeben. Das muss einfach nochmal jeder wissen, was diese Menschen erlebt haben. Und es gab ganz viele emotionale Momente, wenn wir bei den Leuten waren und die interviewt haben. Da fällt mir jetzt im Moment gerade zum Beispiel die Szene ein, bei Lausch, als der Robert uns wirklich unter Tränen den Löffel gezeigt hat und hat gesagt, guck mal, das ist der einzige Löffel, den wir von zu Hause mitgenommen haben. Da haben wir am Tisch gesessen und haben geheult, weil das kann man gar nicht so, wenn man das mal sieht, was die wirklich durchgemacht haben. Ich hatte da schon ein bisschen Angst davor, weil man spielt ja sonst immer nur so erfundene Rollen. Und da habe ich so jemanden gespielt, den es echt gibt und der auch noch also in meiner Familie ist. Und das war ein komisches Gefühl. Also ich habe das schon so ein bisschen versucht, so nachzuempfinden, aber es war schon schwer. Diese Erna, was die erzählt hat, also das war genau das, was ich auch mitgemacht habe oder meine Familie. Ja, also aus meiner Sicht ist das Stück halt sehr, sehr gelungen, sehr emotional und dann wieder aufgelockert durch Witz, durch Spaß. Wenn mich jemand fragt, wie viele Details sind wirklich passiert, würde ich sagen, 100%. Alles, was wir gespielt haben, haben wir von den Leuten erzählt bekommen. Egal, ob das jetzt die Flucht war, ob das die Kirchenszene war, alle Sachen, die dann später passiert sind, alle lustigen Sachen mit Transistorradio, Lottogewinn, egal was, der Leiterwagen, alles, was verschleppt wurde. Die Apfelbäume, die der Herr Binder alle gepflanzt hat, es war nichts, aber auch gar nichts ausgedacht. Es war alles authentisch.